Jo moin Leute, Browser XL hier, herzlich willkommen zu Last V8. Na, will er nicht? Achso. So, jetzt geht's los. Also, The Last V8 spielen wir heute. Ein Game, von dem ich jetzt momentan nicht so im Kopf habe, wie die Steuerung ging. Okay, machen wir es nochmal. The Last V8. Genau. So, jetzt müssen wir gucken. Okay, alles klar. So, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Und zwar ist unsere Aufgabe jetzt mit dem letzten V8 in einer postapokalyptischen Welt, von der wir nicht so viel... Einen halben Kilometer haben wir geschafft. Nicht so schlecht, oder? Ja, mit dem wir halt eben zurück zu unserer Basis müssen. Genau. Machen wir. Okay, also so richtig bremsen tut die Karre nicht. Das heißt, wir sollten nicht zu hoch beschleunigen. Gut zu wissen. Ach, es ist schon so ewig her, dass ich dieses Game gespielt habe. Aber es war halt klasse. Extrem hoher Frustfaktor, keine Frage. Aber, und das ist halt eben das wirklich Spannende daran. Na, guck mal hier. Na, also, wir haben eigentlich keine richtige Bremse, sondern halt eben nur die mögliche... Warum bist du denn jetzt? Oh. Mensch. Okay, wir müssen hier vielleicht auch noch mal ein bisschen aufs Lenken konzentrieren. Nein, also wahnsinnig tolles Game wegen der Musik. Einmal mehr. Denn das, was man hier hört, ist wieder mal einmal mehr ein Kunstwerk aus der Feder von Rob Hubbard. So, der ja auch Games wie Commando etc. vertonte. Und damit, ja. Und damit bei den entsprechenden Spielern auch heute immer noch einen tierischen Stein im Brett hat, was das angeht. Auch eins der Games, die eher mit, einfach einen legendären Soundtrack versah, haben wir ja auch schon gespielt, nämlich Warhawk. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Shooter? Oh, nee. Das Problem ist, das Bildschirm ist so... der Bildschirmausschnitt, der ist so lit. Und da kommt man dann nicht so richtig hinterher, rechtzeitig zu bremsen. So, das Problem ist halt eben, wir müssen halt eben schnell sein, denn einerseits haben wir eine Zeit und zum anderen hat unser Wagen nur für eine begrenzte Zeit Schild, um die Radioaktivität von dann zu halten. Verdammte Hacker. Weil guckt euch den Kurs mal an, ne? 3,4 Kilometer bis zur Basis, wir sind bisher nicht weitergekommen als 600 Meter. Wir sind wahrscheinlich der gammeligste Pilot in der Geschichte dieses Spiels. Aber, komm, das muss doch gehen. So, mal gucken. Mit ein bisschen... Ja, okay. Das gleichzeitig Betätigen von hoch-runter und... Links, rechts sorgt halt eben auch für Beschleunigung und gleichzeitig im Lenken. Okay. Ich hoffe mal. Wir sind. Warum fährt er schneller? Soll ich jetzt so langsam um sicher durchdrehen? Es wird Zeit. Komm schon, ein bisschen mehr muss drin sein. Thank you.
Ich liebe diesen Sound. Der ist einfach super genial. Also die Steuerung ist genauso dämlich, wie ich sie im Kopf habe. Verdammte Axt. Ach ja, was willst du machen? Ja, aber los. Komm schon. Was halt ein bisschen nervig ist, nur ein Leben, wie ihr es gesehen habt, und ein Treffer ist Feierabend und dann geht's bitte, bitte, bitte wieder vorne los. Ich versuche mal hier diesen kleinen Weg zu nehmen. Vielleicht führt uns der ja wohin. Ich glaube es zwar nicht, aber wir können es ja zumindest mal versuchen, weil dann können wir uns auf die Schulter klopfen, geguckt zu haben. Aber ihr seht es selber, da geht es glaube ich gar nicht weiter, oder? Ich versuche es gleich nochmal. Und keine Angst, die Sterbensmusik werden wir benutzen, wenn wir das Let's Play beenden. So, auf geht's, komm schon. Nein, es gibt tatsächlich keinen Ausweg. Ach, schade, ich dachte, das wäre eine geheime Abkürzung. Ach Gott, das ist so lange her. Ich glaube, vom Frustfaktor mindestens Top 10. Also los. Oh, aha, okay. Na. So, ja. Brav, brav. Ganz brav. Schön langsam. Erwähnte ich schon, dass ich gerade ziehe? Na gut, okay, komm schon nochmal. Gott, wie schlecht. Naja, auf jeden Fall, man bewegte halt eben sein Sprite auf dieser Straßentapete. Alles wollte einen töten. Jeder Busch. Damn nochmal. So radioaktiv verseuchte Büsche sind halt eben schon eine ziemlich schlimme Sache. Nochmal. Soll das wirklich alles sein? Mr. David Darling, wie wir unten lesen können, der dieses Spiel gemacht hat. What the fuck did you think, if you thought at all? Meine Herren, ist auch für heutige Verhältnisse immer noch ein Spiel, das wirklich jenseits von Gut und Böse ist in Sachen Schwierigkeitsgrad. Oh Mann. Okay,
Gut. Hören wir uns vielleicht mal die Finish-Musik an. Nein, also die Finish-Musik, aber die, wenn Feierabend ist. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das wird nichts. Ja, ziemlich hoher Schwierigkeitsgrad, kann man nicht anders sagen. Eigentlich macht es auch Spaß, muss man auch zugeben. Ja, ich habe irgendwie anscheinend nicht so das richtige Händchen für Last V8. Ich kann mich daran erinnern, als ich damals dann halt eben entsprechend im Jugendzimmer... Warte mal. So. Genau, als ich dann im Jugendzimmer meines Onkels saß und ihm dann beim Zocken zuguckte, er war durchaus ähnlich angespannt beim Spielen dieses Spiels. Und ja, ich weiß noch, man kam dann halt eben von der offenen Tiger hier, sag ich jetzt mal, dann irgendwann in eine Basis. Auch da musste man noch rumkurven. Man war da also keinesfalls sofort sicher und all solche Geschichten. Und die Wege wurden nicht breiter, sondern eher nur noch schmäler. Und das ist natürlich eine Nummer, das ist für meinen doch reichlich grobmotorischen Ansatz plus die Tatsache, dass dieses Game halt eben eine Steuerung hat wie ein Hacklotz, nicht unbedingt die richtige Winning-Mixture. Nichtsdestotrotz, ich wollte es... Genau. Jetzt kommen wir nämlich so langsam halt eben hier... So, jetzt ist die Atombombe gefallen. Krach, boom, Feierabend. Also, ihr seht es selber, ja? Das ist alles an Zeit, was vergehen muss, um dass diese Atombombe darunter knallt. Und in der Zeit soll ich 4,5 Kilometer gefahren sein. Durch diesen Schlangenparcours mit einer Steuerung, die halt eben schlimmer ist als ein Eichhörnchen, das einen Tresor trägt. Nein, also bitte, ich tue mir das nicht an. Aber wie gesagt, das wollte ich auf jeden Fall mal gezeigt haben. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.